ist sicherlich gestern was passiert, was sicherlich für uns alle, die Fußball lieben, die Fußball dementsprechend leben, sozusagen ist eine Sache passiert, dass eine Mannschaft nicht rausgegangen ist zum Training, ist für uns alle eine sehr, sehr unangenehme Situation. Ich glaube auch, dass mit einem Tag Schlaf oder einer Nacht Schlaf bewusst geworden, dass es natürlich schon auch eine Situation ist, ja, die mit einzigartig ist, kann man ruhig sagen, zeigt aber auch eine gewisse Dynamik auch in der Situation, wenn eine Mannschaft nicht raus zum Training geht. Es ist so, dass wir ja auch gelesen haben und auch klar ist, dass die Thematik Adam Schalay natürlich ein Grund ist dafür, dass gestern die Mannschaft nicht zum Training raus ist. Es ist elementar wichtig, jetzt auch in der Beweggrundlage Richtung Adam Schalay, dass dementsprechend das Thema Schalay nichts, auch gar nichts mit dem Thema Gehalt zu tun hat. Ganz wichtig, das müssen wir ganz klar wegkoppeln, sondern dass alleine sportliche Gründe in der Gesamtbewertung des Spielers dazu geführt haben, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Adam Schalay haben wir bereits im Sommer mitgeteilt, in einem persönlichen Gespräch, der Trainer und meine Wenigkeit, wie die Situation ist nach der letzten Saison, Ausblick auf die neue Saison. Wir haben mitgeteilt, dass Einsatzzeiten nicht garantiert sind. Wir haben mitgeteilt, dass es schwierig wird, auf Einsatzzeiten zu kommen, in diesem Sinne, dass er gerade auch und auch absolut Respekt auch seiner Person gegenüber über das Geleistete, über seine Karriere, über die Euro 21 als Kapitän für Ungarn, ihm mitgeteilt, dass es schwer werden würde, wenn Spieler transferiert werden im vorderen Bereich, würden neue dazugeholt. Also wir haben ihm auch klar auch mitgeteilt, wie die Situation ist und dass es keine garantierten Einsatzzeiten gibt und dass man dementsprechend auch sich auf dem Markt umgucken kann, um sich einen Verein auch dementsprechend zu suchen, wo er mehr Einsatzzeiten hat, um sich zu empfehlen für die ungarische Nationalmannschaft. Es ist grundsätzlich so, dass wir in der Kaderplanung natürlich auch im Sommer, gewisse Entwicklungen abgewartet haben, dass wir dementsprechend auch diesen Kader immer noch gerade im Offensivbereich voll bestückt haben. Wir haben dahingehend auch noch keinen Abgang zu verzeichnen. Also wir haben eine klare Situation, auch nochmal vor Bundesliga-Start, das ist alles auch nochmal wichtig, nochmal, wie wir es jede Woche machen, auch im Transferfenster die Dinge zu bewerten. Man kann ja nicht sagen, wir machen jetzt 3 Wochen vor Schluss, machen wir einen Strich drunter und sagen, okay, jetzt passiert ja nichts mehr, sondern trotz allem nach und nach nachjustieren, um zu sagen, wie ist die Situation für Adam Schalay im Kader. Wir haben dahingehend auch den Kader nochmal durchgegangen, haben gesehen, dass welche Spieler vor ihm sind im Offensivbereich, auf seiner gleichen Höhe sind oder auch welche hinter ihm sind. Und jetzt kommt die Situation, dass wir für uns entschieden haben, dass wir in dem Kader sozusagen die Leute, die vor ihm sind, sind vor ihm, die auf seiner Höhe sind. Dementsprechend möchten wir mehr Einsatzzeiten garantieren und Spieler, die hinter ihm sind, die nachrücken, die wirklich einen Top-Eindruck gemacht haben, möchten wir Kaderplätze und vielleicht sogar auch nochmal darüber hinaus Spielzeit geben. Das ist eine sportliche Bewertung. Natürlich fließt in die sportliche Bewertung das Gesamtheitliche mit ein, um dann einfach so ist es in der Kaderplanung, das Round-Setting sozusagen, um eine Entscheidung auch zu treffen. Und für uns war es so, dass wir ein klares Verhältnis haben wollten, dass wir gesagt haben, das gab es in der Vergangenheit ja auch schon, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt noch ein Dreiviertelwoche bis zum Ende der Transferperiode. Schau dich bitte um. Du wirst in der Form nicht mehr die Einsatzzeiten bzw. keine Einsatzzeiten mehr bekommen, auch dann nicht im Kader stehen. Und das ist sicherlich für die Entwicklung Richtung Sommer ein ganz elementarer Punkt. Auch in der Gesamtthematik, dass wir gesagt haben, wir möchten dementsprechend die Gruppe so dementsprechend zentriert auch haben. Und das war die Entscheidung mit Adam Schalay. Wir wussten, dass diese klare und konsequente Entscheidung natürlich definitiv eine unpopuläre ist, das ist klar. Und haben dann, und das muss man ganz klar auf unserem Weg jetzt in Bezug auch auf die Mannschaft sagen, dass wir den Kommunikationsfluss oder den Kommunikationsweg in dem Falle ja auch vielleicht falsch eingeschätzt haben, um zu sehen, wie gerade auch am gestrigen Abend das so aufgeploppt ist bei der Mannschaft, auch durch die aggressive Berichterstattung der Tage zuvor, wo einfach ein anderer Sachstand dargestellt worden ist, dass die Mannschaft dementsprechend da in einer emotionalen Art und Weise sich nach und nach die Dinge so entwickelt haben, dass sie in einer geschlossenen
Gruppe sozusagen einfach die Dinge sich aufgeladen haben. Und dann ist es grundsätzlich so, dass wir miteinander natürlich kommuniziert haben, wir haben miteinander die Dinge angesprochen, wir haben miteinander die Dinge nochmal klargestellt, was sind diese, wie ist die Situation, wie kommt es dazu, wie kam es dazu, und haben dann auch gemerkt als Verein, dass im Endeffekt Druck, Härte oder Abstrafung gestern Abend nichts geholfen hätte. Denn es war wichtig, diese Situation so zu beurteilen, dass wir da einen Konflikt haben, definitiv, sonst wird die Mannschaft ja rausgehen und dementsprechend da mit Druck, Härte es nichts bringt. Wichtig ist aber, dass wir das dementsprechend heute Morgen direkt weiter in einem persönlichen Gespräch aufgearbeitet haben, ganz klar die Position des Vereins dargelegt haben, auch die Konsequenzen ganz klar der Mannschaft auch mitgeteilt haben, was passiert nach einer Situation, dass wir ein Training nicht absolviert haben, wieder mit dem weiteren Ausblick. Und das wurde auch ganz klar auch verstanden. Wichtig ist auch, dass diese Geschehnisse nicht von jetzt auf gleich behoben sind. Wir müssen Prozesse weiter spinnen, wir müssen dementsprechend weiter intensiv in den Themen arbeiten. Und das wird auch ein längerer Prozess sein, auch in der Kommunikation untereinander. Das ist, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig. Entscheidend ist auch, dass wir das, was wir besprochen haben, auch mit der Mannschaft sehr, sehr intensiv, dass es auch ein Wunsch ist der Mannschaft, es intern zu halten. Der Wunsch der Mannschaft ist, sämtliche Dinge intern zu halten. Und das ist natürlich auch die gleiche Position auch des Vereins. Und ganz klar aus dem Gespräch heute ist rausgekommen, dass wir selbstverständlich heute Nachmittag trainieren werden. Wir werden uns vorbereiten für das Spiel gegen den VfB Stuttgart. Wir werden alles daran setzen, ich sage bewusst wir alles daran setzen, das Spiel am Samstag für Mainz 05 zu gewinnen. Und das ist für uns natürlich mit gestern einfach ein ganz klarer Punkt auch ist, dass wir Dinge verbessern müssen in der internen Kommunikation, ganz, ganz klar. Aber das war mir besonders wichtig, dass wir jetzt eine klare Zielrichtung auch haben, auch Richtung Samstag, denn das ist Tagesgeschäft, das ist unser erstes Heimspiel, das ist unser erstes Heimspiel vor Zuschauern. Und da müssen wir geschlossen und wir werden geschlossen auftreten. Wichtig ist nochmal, sämtliche Dinge ist auf Wunsch der Mannschaft auch intern zu behandeln und das ist gleichzeitig auch der Wunsch des Vereins.